Hallo, herzlich willkommen zurück bei einer wundervollen neuen Aufnahme und Folge. Wir sind bei Witcher 3, der Geralt sieht immer noch genauso aus, aber das habe ich gerade schon kurz vor dem Stream gesagt, aber ich muss es natürlich in der Aufnahme nochmal kurz sagen. Ich habe zwischen den Folgen wieder was gemacht, beziehungsweise zwischen den Streams, aber nicht viel. Also einfach hier nur ein bisschen verkauft, ein paar Sachen eingekauft, hier ein bisschen ein paar Absurde gemacht, ein paar Substanzen hier hergestellt, die Bomben verbessert, ein paar Öle verbessert, die wir gefunden hatten. Und das will ich euch auch nicht vorenthalten. Hier hinten kann man sehr gut sozialistisch umverteilen, ohne von Wachen dabei gestört zu werden. Ne? Also wer das möchte, man kann auch in die Häuser rein. Gibt schönes Zeug. Wer also Geldnöte hat, geht da einfach mal hin. So, genau. Und wie schon gesagt, wir wollen uns jetzt mal ein bisschen auf Quests fokussieren. Und am Ende meiner Reise bin ich hier zu dieser netten Dame gekommen, die sich die Augen ausheult. Jetzt will ich natürlich noch mal gucken. Wir haben Täuschung 3 dabei. Gut, wunderbar. Nicht, dass die jetzt hier irgendwie uns was vormacht und wir dann die Gesprächsoption sonst nicht hätten oder so. Meine Achseln stinken erbärmlich. Ja, dann da unten. Geh doch rein, wir sind da zuletzt auch rum. Ey, du rempelst mich an und sagst, ey, soll ich dir gleich eine klatschen oder später erst? Mann, ey. Mann, hab ich gestern gesumpft. Mein Kopf fühlt sich an wie voller Sauerkraut. Kann ja machen, was er will. Okay, sie ist also nicht sehr glücklich. Gucken wir doch mal. Ja, wir... Was ist denn passiert? Bewohner von Skellige haben jetzt die Krüppelkarte übernommen. Übernommen? Wie das? Kann man eine Frau übernehmen? In Labyrinth verdroschen, Mädchen rausgeworfen, zu saufen angefangen. Ach so. Sind seit gestern dabei, feiern offenbar irgendeine fette Beute. Ja, klingt nach Skelligern. Aber du siehst wie ein ehrlicher Mann aus. Hilf uns! Wirf die Rabauken raus! Bist du mit uns? Wir haben nicht viel, aber wenn wir zusammenwerfen, wird sich's lohnen. Klar, komm, hier. Auf geht's. Gut, mal sehen, was ich tun kann. Wirklich? Wir reden mal mit den Skelligern. Es gibt also doch noch gute Menschen auf der Welt. Komm mit. Ja, du hast was von Geld gesagt, also... Ja. Deine Zwillingsschwester ist übrigens hier. Gut, ich dachte, komm mit, aber nö, macht sie nicht. So, ist das hier? Ja, Skelliger loswerden. Gut, aha, also doch hier rein. Na dann, guck mal, hallöchen. Tut mir leid, Kollege, aber du musst dein Horn woanders füllen. Dieses Etablissement gehört heute zu Skellige. Hast du einen Arsch offen? Mir scheint, wir sind in Novigrad. In Novigrad gelten die Regeln von Novigrad. Und die brecht ihr gerade. Wie bitte? Seit wann darf man nicht in Ruhe trinken? Sich etwas amüsieren? Zieh Leine, sonst kriegst du den Zorn eines Skelligers zu spüren. Das stimmt, Arkin. Ja, den Hintern zuzuhaben wäre sehr ungesund. Da hast du vollkommen recht. Also wir haben ihn alle offen. Allerdings gibt es sowas wie ein Schließmuskel, aber das ist was anderes. So, regeln wir beide das wie Männer. Okay, also aufs Maul. Verschwindet, sonst kriegt ihr meinen Zorn zu spüren. Also aufs Maul. Seid brav, Jungs, und geht jetzt. Potenziell nicht aufs Maul. Und ich mische mich nicht ein, bis dann. Ja, komm, hier. Nimm deine Freunde und geh. Wozu und zwar höflich. Ja, Leute, Zeit zu gehen. Ja, aber ich ziehe Leute. Meine gute alte Axt vor. Scheiße, alles dreht sich. Macht's gut. So, jetzt können wir noch mal schnell gucken, ob es hier nicht eventuell irgendwas Interessantes gibt. Was sie vergessen haben, umzulagern. Verdammt, grüß dich, Grabenkrieger. Also, was bist du für eine Wache? Viel zum Thema Wache, ja? Mann. So, wie sieht's hier oben aus? Ja, alles gut, keine Bösewichte. Ne, keine Bösewichte. Man muss ja mal gucken, hier in jeder Kiste mal nachschauen. Ja. Kein Bösewicht. Nee, okay. Gut. Toll auf den Betten rum.
Gut, hier ist auch kein Bösewicht. Wir müssen das sehr genau jetzt hier begutachten, ob es nicht doch irgendwo ganz böse Menschen gibt, die sich hier oben noch verstecken. Ja, dieser Skelliger hier. Alles geklaut. Ach, Mensch. Das sind schon ein paar Rabauken. Hey, Riffraff, grüß dich. Ja, Geralt, der Meisterlooter, wieder am Werk. Ich meine, wir gucken natürlich nur. Aber, das ist, also... Ich meine... Wir schauen und wir sehen eindeutig, dass es hier Hinterlassenschaften gab, die aber von den Skelligern einfach brutal diesen armen Damen entrissen worden sind. Es ist ja... Ach nee, Mensch. Ah, da sieht man überall nur noch die Krümel, ne? Die übrig geblieben sind. Ach, Mensch. Wie kriegen wir das jetzt der guten Dame bloß beigebracht, ne? Ach, Mann. Die hat gerade schon draußen geweint die ganze Zeit. Ah, und jetzt müssen wir ihr noch sagen, dass die hier alles geklaut haben. Ah, traurig. Ganz traurig. Was für ein Abgang. Vielen Dank. Hallöchen. Wir hätten es alleine nicht geschafft. Ah, das stimmt. Ah, wir haben nicht viel. Ich hoffe, dies reicht dir. Nee, ich habe schon gesehen, was die drinnen alles geklaut haben und so. Ach komm, Quatsch. Hier, halt. Behaltet es. Ihr braucht es dringender als ich. Oh, danke. Leute wie du geben mir das Vertrauen in die Menschheit zurück. Ja, bitte. Sehr gut. Nee, also nach dem, was die Leute da drinnen alles geklaut haben, die Skelliger, dann konnten wir denen das hier einfach nicht abknüpfen. Das wäre unmenschlich gewesen. So, dann... Lass uns erstmal hier runtergehen. Nicht, dass wir das vergessen, weil, wie gesagt, das hat es getriggert, als ich hier ein bisschen rumgelaufen bin und nach Umverteilungsgütern geguckt habe. Und ich hatte Glück, dass das noch gespeichert hat, weil das ist was Lustiges. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch daran. Mal gucken. So viele Elfen, die liefen durch die Stadt. Du bist noch draußen unterwegs, Grabenkrieger. Das machst du richtig. Es ist richtig geiles Wetter gerade draußen. Eigentlich sogar geiler als in-game. Also von daher, ich kann das verstehen. Also gut, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber hier ist es zumindest geil. Moment, bin ich jetzt hier falsch über den Ponta gelaufen? Nee. Genau, einmal hier rum und hier raus. Jetzt wird man hier angequatscht von Leuten, ne? Dass man seine Schwerter auf dem Rücken trägt. Oh, hey, Richtling. Kann ich dir helfen? Ach, jetzt hat er die Schnellreisen angewählt. Ich wollte dem Bettler was geben. Hm. Was ein Arkel, wenn du die Vorhänge nicht zuziehst, scheint es zu sehr rein, oder was? Kriegst du langsam, löst sich langsam deine Haut auf, weil du dann wie so ein Vampir in Rauch aufgehst. Wenn du meine Frau anrührst, hau ich dich um. Leute hier. Mann. Auf zum Kampf! Du schon wieder? Na, willst du noch den mehr? Ledierter Hintern schon verheilt? En garde, sag ich. Diesmal wird der Sieg mein sein. Ich habe mich mit Schild und Schwert geübt. So mancher Vogelscheuche hat's den Kopf gekostet. Lass dich warnen und kämpfe gegen mich. Rondwit vom Sümpfle. Mit der Jungfer Heidelbeer, die wir schon zigmal in Geschichten gehört haben, dass sie tot ist. Vielleicht war es eine andere Heidelbeer. Alles gut. Ja, komm hier. Du willst ich das bin doch nicht gewarnt. Anders. Nun zeig mal, was du kannst. Du wirst es nie lernen. Verdammt.
Okay. Schon gut. Ich ergebe mich. Reicht's jetzt? Ja, aber nächstes Mal... nächstes Mal bring ich dich um. Fordere mich nochmal heraus. Heb die Hand, zieh das Schwert, sieh mich schief an und ich töte dich. Bist du da so sicher? Ja. Ja. Abwarten. Schön. Das gelbe Leuchtende scheint eine Sonne zu heißen. Das ist vollkommen korrekt, Riffenbach. Das ist vollkommen... Heute werden wir alles... Die Leute hier... Mann, 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 Mann. Blumen. Wo ist die Blume? So. Ich setze meine Hoffnung auf das ewige Feuer. Oh. Na ja. So. Wir haben noch eine Quest. Wer bist denn du? Rostan Mucks. Der macht bald keinen Mucks mehr. Was willst du? Ich bin Mucks. Rostan Mucks. Ich brauche deine Hilfe. In einer ernsten Sache. Mhm. Ja, hau rein. Was ist das für eine ernste Angelegenheit? Ich bin geschäftlich hergekommen. Leider wurde ich am anderen Flussufer angegriffen. Da, beim Ende der Brücke. Ich habe dem Penner eine Flasche feinsten Zwergenschnaps auf den Schädel gedroschen. Aber er hat mich trotzdem beklaut. Der Arsch. Nun sag schon, was du willst. Fass dich kurz. Der Dieb ist mit meinen Dokumenten weggerannt. Sehr wichtige Dokumente waren das. Du musst sie mir wiederbringen. Mhm. Das kostet was. Ich arbeite nicht umsonst. Ich weiß. Seit Anbeginn der Zeiten hat wohl noch kein Hexer einen Finger umsonst gerührt. Nur wenn wir es wollten. Ich habe noch etwas Geld in meinen Schuh sollen. Wenn du mir die Dokumente bringst, ist es dein. Gut. Mal sehen, was ich tun kann. Es ist kein Zwerg, weil er Alkohol verschwendet. Ja, das glaube ich gern. Ja, das, das kommt mir auch sehr spanisch vor. Hm. Ich würde ja gerne, ne? Aber diese blöden Waffen hier. So, na dann, gucken wir mal. Untersuche den Ort. Aha. Hier. Illegaler Zwergenschnaps. Nichts stinkt schlimmer. Da ist die Flasche. Hier wurde Mucks angegriffen. Mucks Mäuschen still, ich ist er nicht sehr. Blick, ja, ja. Ja, wir müssen folgen. Lang lebe Raduvid. Ja, ja, macht das auch. Darf ich hier in den... Ah, darf ich. Meine Güte. Meine Fußwickel stinken vielleicht. Ach, es geht hier noch weiter. Ich dachte, das hat jetzt hier bloß den umschlossen und sowas. Probier's mal mit Zwiebeln in Öl. Okay. Ach guck, ist das hier... Stand hier gerade 7 Katzen? Mein Mund ist trocken. Das 7 Katzen, da war doch noch eine andere Quest. Na toll, jetzt überschneidet sich bestimmt wieder die eine mit der anderen Quest. Oh, doch Gerd. Wer mit den Dokumenten-Dieb? Ein Dieb? Ich? Ich hab sie ehrlich beim Kartenspiel gewonnen. Das sieht Mucks anders. Er sagt, er sei ausgeraubt worden. Er hat verloren. Er wollte die Papiere zurück. Und als ich mich weigerte, schlug er mir eine Flasche über die Rübe. Ich hab's nur knapp überlebt. Wie viel sind sie dir wert? Ich selbst kann nicht lesen. Aber ich hab die Siegel gesehen. Das ist kein Schrott. Die verkaufe ich nicht dem nächstbesten Dahergelaufenen. Ich komme wieder. Wir reden mal zuerst mit Mucks. Genau, stelle Mucks zur Rede. Ja, ja. Die Katze will ein Schwert spüren. Ich sehe es ganz deutlich. Die hat mich angefaucht.
Ich kann nichts dafür. Und das Pfeilchen unter deinem Auge, wo du stammt hast? So, da reden wir mal mit Mux. Ich meine, wenn er es wirklich beim Spielen verloren hat. Hat er Pech? Kann er uns zahlen, was er will, aber da hat er Pech. Ich meine, wir könnten ihn natürlich überreden und so, aber... Ich meine, geil wäre das nicht. Nun? Und fair auch nicht. Ich habe den Dieb gefunden, der deine Dokumente genommen hat. Du selbst. Nicht zu glauben. Auf geht's. Du kannst ihn festhalten, während ich mir wiederhole, was mir gehört. Langsam. Der Mann sagt, dass er dich nicht angegriffen hat, sondern dass du beim Kartenspiel verloren hast. Doch, der vorlaute Sack. Tja, Lügen haben kurze Beine und laufen nicht weit, wie meine Tante Rosalie zu sagen pflegte. Ach, deswegen bist du ein Zwerg. Die Dokumente gehören meinem Arbeitgeber, die Besitzurkunde eines Stadthauses in Wengerberg. Und wahrhaftig, ich hatte getrunken und habe mich gehen lassen und sie beim Kartenspiel verjubelt. Und dann hast du dem Sieger eins mit einer Flasche übergezogen. Was hätte ich denn machen sollen? Er wollte sie nicht mehr rausrücken. Der Halunk hat eine Waffe gezogen, da bin ich geflüchtet. Aber ohne die Urkunde kann ich mich daheim nicht blicken lassen. Naja, aber... Ja, da hast du Pech, Kollege. Nein, dann spiel doch nicht da drum. Na gut, mal gucken, was ich tun kann. Ach, jetzt müssen wir gucken, dass wir den irgendwie überreden können, ja. Ach, Mann. Was, bis auf eine Katze im Spiel werden das auch alle Katzen machen. Ja, ich weiß, ne? Hexer sind nicht so gern gesehen bei Katzen. Aber ich verstehe das nicht. Also kann das, hat das wirklich einen Hintergrund, einen geschichtlichen? Oder halt in der Mythologie? Ich meine, Hexen werden doch häufig auch mit Katzen in Verbindung gebracht. Und eine Hexe, ein Hexer sind ja jetzt nun, ne, nicht so weit weg. Also schon, aber ne, zumindest von der Begrifflichkeit her. Warum sind dann die Katzen so garstig drauf? Hä? Na, warte mal. Ich komme wieder. Ich weiß nicht, was es heißt, ich spiele um sie. Wir gucken mal. Geralt muckst ja Hexen ab. Okay. Was? Katzen sind die einzigen Kreaturen, die neben den Drachen die Fähigkeit besitzen, Intersektionen wahrzunehmen und die darin erhaltenen Energien zu verwenden. Allerdings noch niemand herausgefunden. Sie können sich Unsichtbarkeitszauber täuscht werden. Hexer wahrzunehmen. Dass sie in deren... Ja, gut. Ja, okay. So, also wir gucken mal. Wir können ja mal schauen, was passiert bei Ich spiele um sie. Einfach, um es mal auszuprobieren. Ansonsten würde ich das machen, weil wir haben es ja dafür getan. Also ich würde jetzt mal kurz gucken, was es heißt, ich spiele um sie, aber wahrscheinlich wollen die dann... Jawohl. Ja. Ich spiele um sie heißt bestimmt Gwind, oder? Das will ich nicht. Ich mag kein Gwind. Naja, wir haben es dafür geskillt, also machen wir es auch. Wir verschonen ihn, es ist nicht fair, aber nein. Papiere, das musst du. Gewinnt es Knorke, naja. Natürlich. Nee, Matthias, weiß ich nicht. Können wir ihm jetzt noch ein bisschen Geld dafür geben? Das nennst du Leben, Hexer? Verschwendeter Atem. Ich würde ihm jetzt halt gerne Geld geben dafür, weißt du? So als Entschädigung. Ich meine, er hat da drum gespielt, Hexer. Und so. Nee, Gronkh war auch nicht sehr begeistert von Gwind. Ich hab's mal so in den Zwischenfolgen, hab ich's mal kurz angespielt und oh, ich fand's irgendwie nicht geil. Deinesgleichen sollte in Novigrad nichts zu melden. Vielleicht muss ich mich auch noch mehr reinversetzen in das Ganze. Mal sehen. Ja, mal sehen. Nun? Wenn ich mal Zeit hab. Hier, jetzt her mit den Mäusen. Natürlich, ich geb dir, was ich noch habe. Was anderes käme nicht in Frage.
Ja, du kannst mir nichts geben, was du nicht hast. Ist schon klar. Eigentlich ärgert's mich. Sowas will man eigentlich nicht machen, ja? So. Genau. Lambert. Ich meine, wenn wir schon beim 7 Katzen in der Nähe sind, dann können wir das gleich mitmachen. Magic the Gathering habe ich nie gespielt. Ich kenn's grundsätzlich. Aber wie gesagt, nie gespielt und. Jetzt wäre ich wahrscheinlich auch dafür wieder gesteinigt für diese Aussage. Hm. Naja. Gucken wir mal kurz hier rum. Ja, Matthias, das ist. Ja, genau. Das trifft zu. Da ich nicht pleite bin, kann ich kein Magic the Gathering gespielt haben. Sind hier gerade so aufgeploppt, da dachte ich, komm, machen wir mal schnell. Das siehst du. Hat doch ein bisschen was gegeben. Okay. Danke, Riffraff. Also, ich finde es ja generell. Von der Spielemechanik her ist das schon in Ordnung und ist das auch verständlich, aber. An 3 Pfund irgendwie. Ich habe keinen Spaß daran, sagen wir es so. Kopflos in Novigrad, der neue Kassenschlag. Warum hast du so komische Augen? Damit ich dich besser angucken kann. Guck, da bist du, da rennst du weg. Aha, hätte ich diese Augen nicht, hätte ich dir das nie sagen können. Gebrauchte Wiege ohne Gebrauchsspuren gesucht. Eleganter Hochzeitsbegleiter gesucht. Tausche defekten Topf gegen Wagen. Wer schreibt sowas? Du suchst einen Hexer? Jemanden, der ein Monster tötet. Hexer wäre nicht verkehrt. Monster? Was für eins? Groß, böse, hässlich, hockt in der Kanalisation. Klar, auf geht's. Wenn du Interesse hast, geh zum Garin-Anwesen und frag nach Olgierd von Everreck. Der ist der Auftraggeber. Auf geht's. Also jetzt nicht sofort, wir machen erstmal bei Lambert weiter, ist klar. Aber auf geht's auf jeden Fall. Kellnerin gesucht. Die Passiflora, Heimat der sinnlichen wie der geistigen Genüsse, sucht eine Kellnerin in Vollzeit. Kandidatinnen sollten höchstens 25 Jahre alt, anziehen und schnell von Begriff sein. Branchenerfahrung bevorzugt, aber nicht Bedingung. Interessentinnen wenden sich an Madame Serenitz. Ein Runenschmied hat eure Gestade erreicht. Werte Kameraden am anderen Ende der Welt, über weite Meere bin ich gefahren, um diesen Ort, eure faszinierende Heimat, zu erreichen. Die Namen der Tiere und Pflanzen zu lernen, die es hier gibt. Und natürlich, um euer Volk kennenzulernen. Gierige Wellen haben die Werkzeuge meiner Kunst verschlungen. Doch das Werk des Runenschmieds endet nicht mit seinen Händen. Denn er durchstreift unentwegt die Welt, um ihre Geheimnisse zu verstehen. Solltet ihr also ein wenig Zeit mit einem Reisenden aus dem fernen Ophir verbringen und parlieren wollen, so lade ich euch hiermit herzlich in mein Zelt ein, das ich unweit einer Mühle bei einem Dorf namens Brunwick aufgeschlagen habe. Gepriesen sei die Welt in ihrer nie endenden Schöpfung. Da gehen wir mal hin, oder?
eleganter Hochzeitsbegleiter gesucht. Mhm. Eine schüchterne Anonyme, okay. Da die Angelegenheit eher heikel ist, werden potenzielle Kandidaten um Diskretion gebeten. Meine Freundin hat einen Mann gefunden und wird ihn schon bald ehelichen. Das Problem besteht darin, dass ich für diesen Anlass noch keinen Begleiter habe. Sollte ein intelligenter, amüsanter und gut aussehender, weder zu alter noch zu junger Mann mit mindestens einem anständigen Anzug oder einer adretten Robe Adresse haben, mich zu ihrer Hochzeit und dem nachfolgenden Feste zu begleiten, wäre ich ihm zutiefstem Dank verpflichtet. Im Gegenzug kann ich einige Stunden Spaß mit einer jungen Dame anbieten, die beste Tanz- und Konversationskünste vorzuweisen hat. Für Alkohol wird ebenfalls gesorgt sein. Eine schüchterne Anonyme. PS, obwohl es im Bereich des Möglichen liegt, dass ich unsere Bekanntschaft auch nach der Hochzeit fortführen möchte, solltet ihr, falls du planst, mit mir nach dem Fest mal direkt im Schlafgemach zu verschwinden, als Warnung dienen, dass ich den Selbstverteidigungskurs für Damen bei der Redanischen Armee absolviert habe. Ja, so, okay, hier ist jemand, der möchte gleich uns wieder verlassen. Das bin ich. Also da, das muss jetzt also, ne? So, weg damit. Ja, Mensch, interessante und überhaupt nicht sehr anspruchsvolle Annonce, ja. Gut, nehmen wir mit, sind wir bestens dafür geeignet. Gebrauchte Wiege ohne Abnutzungserscheinungen gesucht. Ich bin auf der Suche nach einer Wiege in gutem Zustand, jedoch günstig für ein Mädchen oder einen Jungen. Seit wann sind Wiegen geschlechtsbezogen? Okay. Es steht noch nicht fest, was meine Frau gebären wird. Vorzugsweise aus Eiche, Kiefer tut es aber auch, solange sie robust und hübsch anzusehen ist, da meine Frau kein billiges Zeug mag. Am besten mit Blumenmuster, wobei mir das eigentlich egal ist, da ich sie ja auch selbst bemalen könnte, um meiner Frau zu beweisen, dass sie keinen nichtsnutzigen Drückeberger geheiratet hat. Also, falls jemand solch eine Wiege besitzt, würde ich sie mit Freuden kaufen. Oder sie mit noch größeren Freuden auch kostenlos an mich nehmen. Also, falls jemand was hat, da sie... Du, was, willst du nicht famous werden? Nee, Matthias, ich will mir keine Follower bla kaufen. Nein, danke. Solche Leute können hier gleich wieder verschwinden. Tausche defekten Kopf gegen Wagen, Topf. Defekten Kopf gegen Wagen. Geht schon wieder gut los. Einmalige Gelegenheit. Ich bin gewillt, einen wunderschönen Blechtopf mit Kornblumen und Linienbemalung. Gut, und ein paar Löchern, was aber gar nicht schlecht ist, denn wenn man noch ein paar hinzufügt, dann hat man ein Sieb. Gegen einen Wagen zu tauschen. Der Wagen muss gar nicht so groß sein, er sollte nur Platz für zwei oder besser noch vier Personen und falls möglich ausreichend Stauraum für Taschen und Säcke bieten. Er kann auch schon etwas älter sein. Also der Wagen, nicht der Mann. Wenn er noch gut fährt. Der Wagen, nicht der Mann. Und neue Räder sowie robuste Achseln hat. Also am besten nichts, was vor mehr als zwei Jahren hergestellt wurde. Das Zeug hält aber nicht lang dort. Lasst eine Nachricht an Body da. Header und Body, ja. Auftrag, Monster in der Kanalisation. Ach ja, das ist das, was wir jetzt gehört haben. Hiermit sei wissen und kundgetan, dass Olgiert von Everreck eine großzügige Belohnung in Gold, Juwelen und beweglichen Gütern, Verhandlungssache, an jeden zahlt, der in die Kanalisation von Ochsenfurt hinabsteigt und die Bestie tötet, die sich dort eingenistet hat, und Unschuldige tötet, wobei sie eine besondere Vorliebe für junge Maiden zu haben scheint. Am besten geeignet für die Aufgabe sind Personen mit Kampferfahrung, Soldaten oder vielleicht sogar Hexer, die beim Anblick von Ertrunkenen nicht sofort das Weite suchen, da die Kanalisation mit derartigen Unannehmlichkeiten angefüllt ist. Weitere Informationen erhaltet ihr im Garin-Anwesen nordöstlich von Novigrad. Fragt nach Olgiert von Everreck. Das machen wir. Aber noch nicht. Weil, ja... Totenkopf und so. Und jetzt hat er uns schon wieder die... Oh, Hearts of Stone.
Na gut. Nein, wir wollten eigentlich die hier machen. Mit dem guten Lambert. Ne, okay, gut. Na dann gehen wir mal rein. Hopp. Nein, wir gehen beim nächsten Mal rein. Ihr konntet es euch denken. Ist jetzt schon eine halbe Stunde, komm. Ich sehe ja auf YouTube bei den anderen Spielen immer, wie viel ihr maximal anguckt am Stück und sowas. Da müssen wir ja keine Stundenfolgen rausschmeißen. Vielen Dank fürs Zusehen. Serio?